is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Wir werden unsere Schutzengel treffen. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Erst wenn wir das Wirken der göttlichen Vorsehung im Licht der Ewigkeit sehen, werden wir begreifen, wie viel wir der Fürsorge und dem Eingreifen seiner Engel verdanken. Himmlische Wesen haben in den menschlichen Angelegenheiten eine aktive Rolle übernommen. Sie sind in einer Gestalt erschienen, die leuchtet wie der Blitz, aber sie sind auch als Menschen gekommen, als Reisende verkleidet. Sie haben die Gastfreundschaft menschlicher Heime angenommen. Sie haben nächtlichen Wanderern als Führer gedient. Sie haben die Absichten des Verderbers durchkreuzt und den Schlag des Zerstörers abgefangen. Obwohl die Herrscher dieser Welt es nicht wissen, haben doch häufig Engel als Sprecher in ihren Ratsversammlungen fungiert. Menschliche Augen haben sie gesehen. Menschliche Ohren haben ihre Appelle gehört. In den Ratsversammlungen und in den Gerichtssälen haben himmlische Boten für die Verfolgten und Unterdrückten plädiert. Sie haben Absichten vereitelt und Böses eingedämmt, das sonst den Kindern Gottes Nachteile und Leiden eingebracht hätte. All dies wird den Schülern der himmlischen Schule eröffnet werden. Jeder Erlöste wird erfahren, wo und wie in seinem eigenen Leben Engel geholfen haben. Der Engel, der ihn vom ersten Augenblick an bewacht hat, der über seine Schritte gewacht und seinen Kopf bei Gefahr beschützte. Der Engel, der im Tal der Todesschatten bei ihm war und dann sein Grab markierte und der ihn am Auferstehungsmorgen als Ersten begrüßt. Was wird das für ein Gespräch sein mit ihm? Wie wird es sein, von ihm zu erfahren, wie Gott im Leben des Einzelnen eingegriffen hat? Und wie der Himmel bei jedem Einsatz für die Menschheit mitgewirkt hat. Mit dem Wort Gottes in seinen Händen kann jeder Mensch, ganz gleich, welches Los ihm im Leben beschieden sein mag, die Gesellschaft haben, die er sich aussucht. Auf den Seiten der Bibel kann er sich mit den Edelsten und Besten der Menschheit unterhalten. Und er kann die Stimme des Ewigen hören, während er mit Menschen spricht, indem er Themen studiert und betrachtet, die auch die Engel begehren zu schauen, kann er mit ihnen Gemeinschaft pflegen. The Lord is coming.